Ja, der kleine Karl, der hat zum ersten Mal so seinen bewusst erlebten 4-jährigen Geburtstag und die Mami fragt ihn: Du Karlchen, was magst du denn zu deinem Geburtstag haben? Karlchen sieht sie kurz an und sagt: Mami, ich möchte einen kleinen grünen Ping-Pong-Ball. Einen kleinen grünen Ping-Pong-Ball? Seltsamer Wunsch für einen 4-Jährigen, aber wie halt Eltern so sind. Karlchen bekommt am nächsten Tag neben einem Traktor, einem Roller, Spielzeug noch und nöcher auch einen kleinen grünen Ping-Pong-Ball. Alles Spielzeug lässt er liegen und den ganzen Tag sieht man ihn nur mit dem kleinen grünen Ping-Pong-Ball hin und her spielen, dass es nur so eine Freude ist. Am nächsten Tag ist der kleine grüne Ping-Pong-Ball weg, spurlos verschwunden. So vergeht einige Monate und es kommt Weihnachten und der Vater fragt: Na Karlchen, was willst du denn zu Weihnachten? Papi, ich wünsche mir ein paar kleine grüne Ping-Pong-Bälle. Seltsam, aber wie halt Eltern so sind. Er bekommt neben einem Cat-Car, neben einem kleinen Kamera, neben seinem ersten Videorekorder natürlich 10 kleine grüne Ping-Pong-Bälle. Er lässt alles andere stehen und den ganzen Tag sieht man ihn nur mit den kleinen grünen Ping-Pong-Bällen hin und her spielen, das ganze Haus, dass es nur so eine Freude ist. Am nächsten Tag. Die 10 kleinen grünen Ping-Pong-Bälle sind spurlos verschwunden. Kein Mensch weiß wohin. So vergeht ein Jahr, der nächste Geburtstag kommt, Karlchen wünscht sich kleine grüne Ping-Pong-Bälle. Nächstes Weihnachten kommt kleine grüne Ping-Pong-Bälle. Jedes Mal sieht man ihn den ganzen Tag voll Freude damit spielen und am nächsten Tag weg. Spurlos verschwunden. So kommt die Einschulung vom kleinen Karl und die Tante fragt: Na Karlchen, was möchtest du denn in deinen kleinen, in deine kleine, wunderschöne große Schultüte? Tante, ich möchte gern kleine grüne Ping-Pong-Bälle. Seltsamer Wunsch. Na gut, aber wie die Tante so ist, neben Schokolade, Bonbon und allem, was man sonst so braucht, packt sie auch noch 50 kleine grüne Ping-Pong-Bälle. Nach der Schule sieht man Karlchen nur den ganzen Tag mit den kleinen grünen Ping-Pong-Bällen spielen, dass es nur so eine Freude ist. Und am nächsten Tag spurlos verschwunden. 50 kleine grüne Ping-Pong-Bälle weg. Alle haben gesucht, aber keiner hat sie gefunden. So vergeht Jahr um Jahr, Weihnachten um Weihnachten, Fest um Fest. Und immer wünscht sich der Karl kleine grüne Ping-Pong-Bälle. Immer sieht man ihn den ganzen Tag damit spielen, voller Glück und Freude und Wonne und Sonne. Und am nächsten Tag spurlos verschwunden. Ja, wie der Karl dann heiratet, fragen ihn alle: Na Karl, was willst du denn zur Hochzeit? Ihr kennt die Antwort schon. Lauter kleine grüne Ping-Pong-Bälle. Na gut, wie Hochzeitsgäste so sind. Neben dem Herd, der Waschmaschine, dem Spüler, dem Fernseher, den Töpfen, den Tellern und alles, was man sonst so schenkt, bekommt er 4860 kleine grüne Ping-Pong-Bälle. Den ganzen Tag sieht man ihn nach der Hochzeit damit spielen, dass es eine Freude ist. 4860 kleine grüne Ping-Pong-Bälle. Rüber und über, hin und her. Und nichts ist ihm zu schwer. Und am nächsten Tag spurlos verschwunden. 4680 kleine grüne Ping-Pong-Bälle. Kein Mensch weiß wohin. Nun gut, während seiner Ausbildung, er hatte mittlerweile eine Ausbildungsstelle in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb für Ping-Pong-Bälle gefunden, als er sich jeden Abend eine Tragetasche voll mit heimnahm, immer sah man ihn damit spielen und am nächsten Tag spurlos verschwunden, gingen die Jahre ins Land und er kam ins Pensionsalter. Die Arbeitskollegen fragten: Na Karl, was willst du denn jetzt zur Entlassung? Ich wünsche mir ja schon mein ganzes Leben lang einen Swimmingpool voll mit kleinen grünen Ping-Pong-Bällen. Na, er war beliebt auf der Arbeit und wie halt Arbeitskollegen so sind. Sie bauen ihm innerhalb von einer Woche einen Swimmingpool und an seinem Geburtstag befinden sich darin 3.333.333 kleine grüne Ping-Pong-Bälle. Karl ist erfreut, springt voll Freude hinein und wühlt sich den ganzen Tag wie Dagobert Duck durchs Geld durch die kleinen grünen Ping-Pong-Bälle. Ihm zuzusehen ist eine wahre Freude, rauf und runter und rüber und über und hoch und weit und ach, so weiter, ihr wisst schon. Und am nächsten Tag, man glaubt es kaum, 3.333.333 kleine grüne Ping-Pong-Bälle. Weg! Spurlos verschwunden!
Die Presse war schon aufmerksam gewesen. Das Fernsehen war da, Sat.1, ZDF, ARD. Alle haben sie berichtet über das große Geheimnis der kleinen grünen Pingpongbälle und ihr Verschwinden. Keiner konnte das Rätsel lösen. So ging die Zeit dahin und der kleine Karl ward ein alter Karl geworden und lag auf dem Sterbebett. Die ganze Verwandtschaft, seine Kinder, Enkel, Urenkel, Brüder, Geschwister, alles war um ihn versammelt. Er lag da und sagte nur: Ja, sucht's mal. Möcht's mit den Kanner von euch fragen, was ich mit die kleinen grünen Pingpongbälle gemacht hab? Na, keiner traut sich so recht, die Frage zu stellen. Na, keiner dem alten Opa nicht sein letztes Geheimnis entreißen am Sterbebett. Als der kleine Urenkel Klausi hingeht und sagt: Du Opi, was hast du denn mit den kleinen grünen Pingpongbällen gemacht? Ja, mit die kleinen grünen Pingpongbälle hab ich... Wie die kleine grüne Pingpongbälle, da hab ich's gesehen. Wie die kleine grüne Pingpongbälle.